Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, ich bin wieder in Galette und wir haben immer noch den Quest zu beenden in die Bresche, nachdem ich drei Abenteurern im Kampf gegen einen Hexenzirkel namens Belins Testament in den Roten Marschen beigestanden hatte, erfuhr ich, dass der Totenkult einen Descaro-Lord namens Phyragnos beschwören will. Mit seiner Hilfe soll alles Leben in die Türe ausgelöscht werden. Ich muss zum Lager zurückkehren und die Katastrophe irgendwie abwenden. Und deswegen laufen wir da jetzt mal hin und versuchen, die Katastrophe abzuwenden. Ich sehe in eurem Blick, dass ihr zum selben Entschluss gekommen seid wie wir. Den Göttern sei Dank. Das Testament steht kurz davor, den Niskaru-Lord Phyragnos zu erwecken. Wenn ihnen das gelingt, geht ganz die Türe in Flammen auf. Ja, das werden wir nicht zulassen. Ganz meine Meinung. Unglücklicherweise kommen wir zu spät. Die Bestie hat diese Welt bereits betreten. Ich spüre ihre Präsenz. Aber Phyragnos ist noch schwach. Er wird einige Zeit brauchen, um sich zu entwickeln, um zu wachsen. Wir sollten zuschlagen, solange wir die Möglichkeit dazu haben. Okay, wie können wir Phyragnos besiegen? Was ist mit den anderen? Also gut, lasst uns gehen. Mit genügend Zeit entwickelt sich Phyragnos zu einem richtigen Niskaru-Lord, aber im jugendlichen Zustand ist er angreifbar. Wir müssen einfach nur zu ihm und darauf hoffen, dass wir stark genug für den Kampf sind. Okay, was ist mit den anderen? Wir machen das alle gemeinsam. Wir sind zwar aus verschiedenen Gründen hier, aber keiner wird gehen, ohne die Sache zu beenden. Also gut, lasst uns gehen. Phyragnos befindet sich anscheinend in dem Komplex am Ende der Schlucht. Der einzige Weg führt durch die Katakomben seiner Gruft. Wir treffen euch dort. Und jetzt los. Okay. Gut, dann, ja. Schauen wir mal. Wo ist er jetzt hin? Vielleicht sollte ich den Leuten mal folgen, dann weiß ich den Weg besser. Wo gehst du hin? Habe ich den Quest jetzt nicht ausgewählt? Ist er doch, der ist doch ausgewählt. Okay, setz dich ruhig und meditiere erstmal. Dann mache ich den Rest. Schön, dass ich hier wieder arbeiten darf und ihr euch ausruht. Ja. Macht's euch gemütlich. Mann, Mann, Mann. Und wieder soll ich nach unten. Wie es aussieht, ich blick hier nicht mit oben und unten. Ich werde das nicht mehr, glaube ich, schaffen. Mit dem oben, unten, links, rechts Gehabe hier. Ach, na gut, dann gehen wir wieder da rein. Ab in die Gruft. Den müssen wir ja da irgendwie platt machen. Der wird ja wohl hier drin stecken. Ach, hier sind sie auch alle jetzt. Alles klar. Kommt mit, Leute, meine Freunde. Auf der Jagd nach Niskarus. Wuhu! Ab in die Gruft. Mir geht's aber nicht ganz so toll, wie es mir geht. Ich habe nicht so viel Heiltränke, wie ich haben sollte. Die Zeit wird knapp. Ja, ja. Lasst uns. Ich wollte mit dir auch eigentlich gar nicht quatschen. Es passiert halt manchmal. Okay, die bleiben da stehen. Dann gehe ich lieber mal dahin, wo die sind. Und würde sagen, hier vielleicht durch die Tür? Hm? Jawohl. Wo seid ihr, Gegner? Ich mach euch alle platt. Oh, ich hasse die ja, ne? Ich hasse ja diese komischen Typen hier. Wo sind meine Leute, wenn ich sie brauche? Hallo? Wo sind denn die anderen? Ja, ist okay. Ja, alle immer drauf. Lasst es doch mal sein jetzt hier. Es reicht. Schluss jetzt. Es muss ja auch mal Ruhe im Karton. So, Mann. Mach mich mal voll fertig hier. So, ich muss jetzt mal einen Trank wieder nehmen. Ach ja, es ist vorbei. Was ist denn vorbei? Die anderen sind schon wieder sonst wohin gelaufen, ne? Ich komme mal gar nicht mit hier. Wo sind die eigentlich schon wieder?
Leute, ich hab da hinten, ich mach die hier alle voll platt und keiner hilft mir. Aber ich soll immer euch helfen. Voll unfair und so. Ja, ich kann auch anders. Ich habe jetzt hier so ein tolles Schild mitgenommen. Ist das denn besser als meins, weil das so magical-mäßig aussieht? Nö. Guck mal, ich habe 89, hier haben wir 61, aber plus 1, plus 3 auf Zauberfähigkeiten ist ja auch mal interessant. Aber nö. Nö. Brauchen wir nicht. Freunde! Oh, ich bin voll in die, Zeit wird knapp. Falle gelaufen. Verflucht. Das Testament war klüger, als ich ihm zugebilligt hatte. So wie es aussieht, öffnet sich diese Tür nur, wenn jemand auf dem Schalter da hinten steht. Wir haben keine Zeit, um die Tür einzureißen. Jemand muss zurückbleiben, um sie offen zu halten. Mhm. Ich bleibe zurück. Ich möchte, dass ihr zurückbleibt. Ich habe noch nichts entschieden. Ich möchte, dass die zurückbleiben. Ich gehe da lieber rein. Das ist, glaube ich, besser so. Also gut. Ihr müsst weiter und für Ragnos aufhalten, bevor es zu spät ist. Ich komme schon klar. Bestimmt. Och nö, nicht, dass wir uns jetzt Sorgen um den machen müssen. Kommt ihr klar? Ich hab Angst um euch. Nicht, dass ihr das nicht schafft, Leute. Ihr passt auf euch auf, Jungs. Ich mach das schon hier. Scheiße, ey. Dann suche ich den Arsch mal hier, den Niskaro-Lord. Werde ich schon finden. Den knüpfe ich mir vor. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Wo laufe ich eigentlich hin? Hier laufe ich mal hin. Jetzt bin ich wieder raus. Ist das richtig so? Bist du hier? Hier ist eine Truhe, die ich aufbauen kann. Oh, was haben wir hier? Ein Skelett mit einer trüben Eisscherbe. Wer braucht schon sowas? Nee, das ist nicht nötig. Dann gehe ich mal hier wieder zurück, weil ich ja anscheinend hier nicht hin soll. Was ist hier? Die roten Marschen wieder? Nee. Ich brauche mal irgendwie so ein bisschen eine Übersicht mehr. Weil da steht er doch, aber soll ich jetzt da auch hin? Oder soll ich... Ich soll ja den Typen finden. Nee. Oder? Weiß nicht, ob ich hier hin soll. Ich glaube, ich laufe mal einfach ein bisschen hier rum und guck mal lieber, vielleicht finde ich ihn ja noch bei irgendeiner Tür, wo wir noch gar nicht waren. Wir haben ja noch gar nicht hier alles abgeklappert. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wo die anderen hin sind. Hm. Also hier ist irgendwie nichts. Oh, oh. Das war zu spät bemerkt. Was haben wir hier? Ja, ist okay. Möchte ich ein... Ach, scheiß auf die Napolsbolke. Jetzt, ich will wissen, wo ich hin soll. Ich glaube, ich sterbe hier irgendwann. Nein! Oh Mann, du, ich wollte noch schnell wegrollen. Ich muss da echt drauf achten. Was sind denn Blutnadeln? Du nimmst jetzt mal was. Das ist besser. Regenerier dich mal so nach und nach. Und was haben wir hier? Kannst du dich nicht mal regenerieren, bitte jetzt? Es reicht mir hier. So, Inventar, Gegenstände. Ich werde jetzt mal irgendwas hier zu mir nehmen. Ist ja egal. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas. So, passt schon. Und dann gucke ich mal, dass ich hier was aufnehmen kann. Was haben wir denn jetzt hier schönes? Sekundäre Blutnadeln. 52, 24, 26 Körperschaden. Aber guck mal hier, guten Volltrefferschaden. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Obwohl der Hauptwert halt eigentlich schlechter ist. Aber sie sind nicht schlecht. Also schlecht sind sie jetzt nicht, kann man so nicht sagen. Jetzt nicht so viel schlechter als unsere, die wir schon haben. Lass sie. Das reicht mir hier. Also hier oben bin ich doch jetzt hergekommen.
Hätte ich da jetzt weiterlaufen müssen oder war es richtig, dass ich mich umgedreht habe? Ich blick gerade nicht durch. Waren wir hier schon mal? Gut, dass ich hier schnell weglaufe. Waren wir hier schon? Hier oben in der Ecke zum Beispiel? Guck mal, hier könnte ich doch noch lang. Aha, hier, hier waren wir nämlich auch noch nicht. Vielleicht finde ich den ja hier. Hm, na? Bist du hier, Niskaro Lord? Den finde ich bestimmt hier. Sieht doch gut aus. Hier waren wir noch nicht. Was haben wir hier? Das ist doch so, als ob wir schon ein bisschen mehr ins Herz jetzt kommen. Jetzt kommen wir auch näher an das andere, an den gelben Kringel. Mal gucken, ob ich Glück habe, wie ich hier gerade laufe. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Kann das sein? Nee, guck mal hier. Padam. Gegner. So, du bist runtergeknallt. Hier habe ich auch noch Gelassenheit, habe ich gefunden. Hoch, ganz gelassen. Mal die Gegner töten. Komme ich jetzt hier wieder in diese rote... Ja, ich komme wieder in die roten Marschen hier zurück. Boah, ist das verwirrend und groß hier wieder. Ich laufe. Bin immer zu dumm, echt nicht in die Fallen zu laufen. Was ist das da hinten? Zu spät. Ich wollte sie entschärfen. Dafür muss man doch nah rangehen. Ach, gemein. Voll gemein. Da unten vielleicht? Kann man da unten? Nee, das ist einfach nur so. Bin doch jetzt aber von da gekommen. Komme ich hier nicht noch irgendwie weiter, wo ich noch nicht war? Da hinten? Komme ich doch aber nur zurück. Oder nicht? Oder kann ich hier runterspringen? Nein. Wie mache ich das denn dann? Ich blick nicht durch. Dann waren wir hier jetzt schon überall. Da ging es nicht weiter. Da können wir auch nur raus. Ja, dann muss ich ja wohl doch hier hin, ne? Ja. Dann muss ich den ganzen weiten Weg auf mich nehmen, weil hier ist ja nichts. Wozu kann man hier rumlaufen, wenn hier nichts ist? Es dient einfach nur der Verwirrung. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht gefunden. Den Seppel. Ist hier noch irgendwo eine Tür aufzumachen gäbe oder so, aber ich habe jetzt auch nichts gesehen. Bei ihm waren es auch keine Bücher oder so, ne? So, dass ich hier irgendwie noch was Wichtiges mitnehmen könnte. Na gut, dann nicht. Sind auch gar keine Gegner hier, voll verwirrend. Ich gehe jetzt mal hier die Treppen hoch. So. Waren wir hier schon? Bin ich hier schon vorbeigelaufen? Keine Ahnung. Blick nicht mehr durch. Ja, sonst wäre die Tür nicht offen. Oh, ist das doof. Echt voll das Riesenlabyrinth. Okay. Ich würde es ja auch schon wieder rausschneiden, aber... Hier, die machen wir nochmal fertig hier. Ich musste zwar auch was einstecken, aber du mehr als ich. Und das ist immer besser. Ah, ja. Für die Goldklumpen ist wie immer kein Platz, schon klar. Jetzt haben wir die hier auch fertig gemacht, aber auch hier ist irgendwie, ja, hat sich nicht so wirklich gelohnt. Hm. So. Lauf ich mal hier lang.
Weiß leider nicht, was ich dazu gerade sagen soll. Er passt jetzt hier auf. Aha. Wenn ich jetzt hier weiterlaufe, wo komme ich dann hin? Hätte ich jetzt hier gleich von Anfang an hinlaufen sollen oder was? War das jetzt so? Aber hier stehen ja die anderen, die sollen sich doch darum kümmern. Oder nicht? Wir wollten uns doch trennen. Wenn ich jetzt dahin gehe, wo die hingehe, ist das doch falsch gedacht, oder nicht? Der andere gelbe Kreis war ja aber draußen. Und deswegen war ich so irritiert irgendwie. Dass ich check das gerade nicht. Warum bin ich im Moment so planlos in meinen Quests? Weil als ich hier war, das war doch auch nicht richtig. Das war doch, da ging der Weg doch raus. Oder nicht? Ich laufe da jetzt nochmal hin. Ich weiß, es ist voll ätzend hier gerade. Aber nee, wir machen das jetzt echt mal anders. Ich mache jetzt mal einen Cut-Lauf dahin, guck, ob ich ihn finde oder nicht. Wenn ich ihn finde, schalte ich zu. Wenn nicht, gucke ich jetzt dann nochmal, warum ich den nicht finde. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich bin jetzt wieder ein bisschen schlauer geworden. Ich bin jetzt nochmal hier durchgegangen, bei dem anderen, wo ich schon mal war, da stand ich ja bei diesem Hang oben und kam nicht weiter. Da bin ich durch einen anderen Ausgang gegangen und deswegen gibt es auch so viele Ausgänge in der Höhle, weil in irgendeinem dieser Ausgänge wird wahrscheinlich der Niskaro sein. Das sieht man da oben, ist beim Roten Kreuz ja unser Niskaro, den wir suchen. Der wird wahrscheinlich bei einem anderen Ausgang sein, den wir noch finden müssen. Hier haben wir aber jetzt nochmal einen Stein der Roten Marsch. Sie kämpften wie Lichtstrahlen in der Dunkelheit. Wir sahen es. Der ewige Kampf zwischen den Strukturen der Ordnung und den Schatten des Chaos. Langsam, trotz ihrer Kämpfe, wich der Krieg dem Gras und dem Schwanken von Bäumen im Wind. Das Land war von der Pest des Niskaro verflucht worden. Doch das Leben weicht dem Tod, genau wie der Tod neues Leben gebiert. Und damit gehen wir wieder zurück in den anderen Eingang. Na komm, geh mal durch jetzt. Und irgendeinen Ausgang müssen wir finden, der klappt. Schnell weg. Gehuscht. Welcher ist es wohl? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall mal auf eine ganz andere Seite, habe ich das Gefühl. Vielleicht mal da oben. Vielleicht tatsächlich mal so einen oberen Ausgang nehmen. Ich weiß es nicht. So, gehen wir mal hier in die roten Marschen. Ich dachte halt immer, wenn ich da durchgehe, dann komme ich wieder ganz raus und bin falsch hier. Aber man, guck mal, hier sind wir wieder oben und noch einer. Einst gab es einen, der aus der Dunkelheit starrte und lächelte. Er wartete dort mit Schergen an seiner Seite. Er war ein Dämon, der sich in ewigem Chaos badete, der ob der Schreie seiner Opfer vor Freude brüllte. Die Alten stellten sich ihm und besiegten ihn. Sie bewahrten die Kinder des Staubs vor windenden Qualen. Mhm. Hier haben wir wieder einen guten Helm gefunden. Ja, der ist nicht schlecht, aber halt leider wieder mit sehr viel Macht. Ich werde den aber mal behalten. Ist hier noch irgendwas in Rüstung jetzt neu? Nö. Was haben wir bei Waffen neu? Primäre. So ein Säbel ist ja nicht meins, aber ich gucke mir die ganz gerne auch immer mal zwischendurch an irgendwie. Ich finde, die sehen immer so monströs aus. Na gut. Warte mal. Wir haben hier die und wir haben die. Wie benutze ich denn jetzt gerade? Ach so, weil ich die... Ja. Nö, dann benutze mal... Ja, meine sind natürlich auch gut hier. So ist nicht. Die haben halt einfach mehr Lebenpower. Die haben 34 Schaden. Ach, benutze die mal ruhig erstmal noch weiter. Ist okay. Jo. Ja. Immer noch nicht der richtige Ausgang. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier noch. Irgendwie irgendwann mal. Da vorne ist noch einer. Den haben wir auch noch nicht gehabt. Ich kann mir das leider gar nicht merken, wo wir halt immer schon waren. Das ist das Problem. Ich werde jetzt hier mal nochmal gucken, in den roten Marschen, ob wir hier vielleicht richtig sind. Irgendwann werden wir ja wohl mal richtig sein. Hier sind wir wieder auf der Brücke. Nee, auf der Brücke sein ist auch scheiße. Und wenn wir mal den da nehmen, hatte ich den schon? Ist das die Leiter, die ich gerade eben schon hatte? Wahrscheinlich, ne? Bin jetzt wieder zurückgelaufen. Ne? Nein? Ja, doch, hier war ich schon. Die hatten wir nämlich auch schon einmal zusammen. Och, Mann, oh, wo ist denn der Seppel?
Ja, als ich nämlich den Quest annahm mit von wegen ihr wartet, dachte ich halt, die warten hier in der Höhle und ich guck halt hier in der Höhle, wo er ist. Aber ich dachte nicht, dass der jetzt draußen ist. Der ist bestimmt sonst wo. Der kann doch in jedem Ausgang jetzt sein. Das ist doch richtig blöd. Deswegen gibt's auch so viele. Voll schwer. Oh Mann, oh. Hier ist gar kein Ausgang. Toll. Noch besser. Dann laufe ich jetzt hier nach oben. Hier lang. Hier lang. Da ist kein Ausgang. Laufen wir hier schön weit wieder weg, weil hier waren wir ja schon, aber ich wette, dann waren wir bestimmt richtig hier in der Ecke, ne? Und ich doofe. Oh, ätzend. Jetzt darf ich hier nochmal rumlaufen. Ich glaube, hier war ich noch nicht draußen. Hey ho. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ach, guck mal, hier könnten wir richtig sein. Das wäre doch mal was. Hm? Hm? Nee, hier war ich schon. Och, Manno. Hier ist der Übergang. Aber wenn ich jetzt hier loslaufe, bin ich da nicht richtig? Wenn ich jetzt da runtergehe und den da hinten suche, komme ich da dann nicht vielleicht auch hin? Weil da ist es der gelbe Kringel und... Oder geht das nicht? Kann ich das so ein bisschen austricksen hier und muss nicht durch die Höhle laufen, sondern hier außen rum? Geht das? Ja, das habt ihr euch so gedacht, ne? Mich hier zu verarschen. Also ich glaube, ich müsste eigentlich theoretisch durch die Höhle laufen. Aber ich versuche es jetzt mal auf dem Weg. Vielleicht ist er ja da hinten schon. Es wäre toll, wenn ich das noch in diesem Part schaffen würde. Das geht ja gar nicht, wie lange ich brauche. Weich doch mal auf. Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht. Wenn ich würde, könnte ich. Für den Dunkeln. Leute. Macht mich nicht fertig. Oh, die sind so ein bisschen schnell. Mach doch mal was. Ey. Die machen mich hier voll fertig, weil sie sich nicht bewegt. Ja. Ja. Ah. Ätzend. Scheiße, echt. Das ist so gemein, wenn man so, wie als würde man einfrieren, weil jeder da so gerade mal eben seine Superkräfte hier an mir auslässt und ich stehe halt da und darf praktisch zugucken. Ist der jetzt hier irgendwo oder warum höre ich jetzt hier so voll die Geräusche? Ist der da oben? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich höre merkwürdige Geräusche und habe das Gefühl, da oben ist irgendwas. Ich wette, da oben sollen wir irgendwo hin oder ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber wenn man hier hingeht, dann hört man das. Als ob hier bald was ganz Schlimmes passiert. Ja, schön. Schön, dass ich hier nicht weitergekommen bin. Ich werde dann wohl den ganzen blöden Weg zurücklaufen dürfen, um zu gucken, wo er ist. Und vielleicht mache ich das im nächsten Part, weil ich es dafür hier nicht geschafft habe und doof rumgerannt bin, dann im nächsten so, dass ich da gleich bin. Und euch vielleicht erzähle, wie ich da hingekommen bin oder so. Aber, ja. Toll!
Toll. Während ich hier rumlaufe, geht die Welt unter. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es hätte besser machen können, aber da sind ja so viele Ausgänge und ich werde bestimmt noch 5-mal dieselben nehmen. So wie ich mich kenne. Oder ich muss hier einfach nur hochlaufen und einen riesen Bogen machen. Das kann natürlich auch sein. Ja, das sehe ich dann mal im nächsten Part. Und bevor die mich hier angreifen, mache ich mal einen Cut. Bis dann. Tschüssi.